Kommt und Jumpscare, ne? Kommt das gelbe Vieh und Jumpscare. Buh! Ah, erwischt. Hallo und willkommen zurück zu Modestus Play Slendy Tubbies. Beim letzten Mal, darf ich dran erinnern, ist mein Computer abgestürzt und wir wurden schreiend überrascht von dem schrecklichsten Schrei, den ich bisher je gehört habe. So, ich würde gerne in das Game entern. Okay, mit E starte ich. Und wir sind im Game. Letztes Mal wurden wir reichlich abgefuckt, weil... Oh, wir sind wieder im Harz. Ich darf daran erinnern, dass letztes Mal das Slendy Tubby kam und dieser scheiß Chat nicht wegging. Was eine zunehmende Belastung des Game... Alter! Oh shit! Und es geht schon wieder los. Wir sind wieder hier und laufen zum Strand, wo gleich dann wieder wahrscheinlich der Jumpscare kommt. Vielleicht ist das alles nicht, wie es aufgebaut ist, ob alles gleich ist und das Slendy Tubby uns wieder gleich zum Anfang wieder abpackt. Meine Freunde, ich weiß es nicht. Ach so, ja, die Taschenlampe, unser bester Freund. Kennen wir alles. Ich würde es heute gern schaffen, deswegen habe ich es nochmal aus diesem Grund probiert. Weil das ein Slender-Game zu sein scheint, wo man es auch wirklich mal packen kann und der nicht dich randommäßig anspringt und dich killt. Hier hat man anscheinend öfter mal eine Chance, es zu schaffen. Also das ist sozusagen mein, wovon ich jetzt ausgehe. Sollte hier nicht eigentlich der Strand sein? Also... Ach ja, da hinten, genau. Da müssen wir nachher wieder jumpen, nicht dass dann wieder das Vieh angerannt kommt. Und Jumpscare, ne? Kommt das gelbe Vieh und Jumpscare. Buh! Ah, erwischt. Der Kuchen. Tut mir so leid, Lala. Du bist doch Lala. Ich gehe zumindest von aus, dass du Lala bist. Du bist Balla, Balla. Leute, es juckt meine Nase. Haltet die Augen nach dem Lilan aus. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Po oder Tinky Winky. Also der Gelbe war Lala, das weiß ich noch. Alter, Leute, dieses Vieh. Es schreit so laut, Alter, wenn es jetzt von hinten mich random anspringt und anfängt. Alter, was war das? Jemand in meinem Zimmer? Nee. Ich habe gerade hinter mir geguckt, aber das ist keine... Also ich, Moment. Ich hoffe mal, dass der Slendy Tubby Vieh nicht... Aber dieses Mal haben wir dazugelernt. Ich drücke mich nochmal auf T, weil so geht, kommt der Chat und ich kriege ihn ja bekanntlich nicht weg. Oh, alles besser. Ich bin mal gespannt, wie Slendy Tubbies 2 wird. Das werden wir ja mit dem lieben Kalitus Let's Playen. Ja, bin ich mal gespannt. Positiv, ob sie mich positiv oder negativ überrascht, ich weiß es nicht. Aber das Slendy Tubby hat sich doch geklicken lassen und das ist gut. Obwohl, wir wissen, der konnte jeden Moment kommen. Denn das Vieh, das ist wirklich schnell. Alter, bin ich das mit den Schritten? Ich hab Angst. Oh! Alter, diese scheiß Bilder, die dann einfach aufpoppen, wenn man so gebannt auf dem Bildschirm starrt, dann fällt das gar nicht auf. Oh, shit! Das Gebirge. Ich laufe mal einfach mal in die Richtung, vielleicht finden wir da hinten ja was. Aber bitte kein Slendy Tubby. Oh, fuck, das ist doch das Haus von denen! Ich erinnere mich! Das ist das Haus von ihnen! Gehen wir hinein in die gute Stube. Ein Teletubby-Kuchen! Oh, der arme Staubsauger! Holy shit! Sie haben den Grünen getötet. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Halt. Holy shit. Der Typ bringt alle um. Ich wusste, der Typ ist krank, der Lilane. Alter, holy shit. Der Massenmord-Simulator. Und der Baum kippt um. Nee, doch nicht. Hätte jetzt gedacht, dass der Baum... Ach, da guck mal, da waren wir doch schon. Wir sind im Kreis gelaufen. Ja, super. Wie sollen denn hier, wie viele? 6 Teletubby-Kuchen? Ich weiß es wieder nicht. Wenn wir im Kreis laufen, heißt das, dass wir ganz schön gefickt werden, wenn das Vieh weit kommt. Tingy Winky, Dipsy, la 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 la, Adolf Hitler. Nein. Kennt ihr dieses Video? Das ist ganz schön bekloppt eigentlich. Aber so psychisch. Alter, ich weiß jetzt übrigens, warum die abgesetzt wurden, weil ein Kind, kleinere Zuschauer sollten jetzt eventuell sich die Ohren zuhalten, weil ein Kind früher, als er die Sendung geguckt hat,
gucken wollte, ob es auch einen Fernseher im Bauch hat, und es hat sich verdammt den verdammten Bauch aufgeschlitzt, um zu gucken, ob da ein Fernseher ist. Es kam ins Krankenhaus und ich weiß nicht, ob es überlebt hat. Aber ich denke mal, dass wir nicht überleben werden, weil wir sind gerade in einer Sackgasse. Yo, happy birthday, meine Freunde. Stinky Winky kommt gleich. La 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 la. Ah, oh shit. Yo, wir stecken hier fest im Teletubby-Häuschen. Wir stecken hier fest! Okay, we dead. Wir sind fucking noch eins tot. Oh, da kommt er! Da war er, auf der rechten Seite. Wenn ihr ihn gesehen habt, schreibt es in die Kommentare. Okay, das war gerade doof. Ist mir egal. Alter, der ist, also er ist schon mal hinter uns, aber er ist noch nicht so, er ist nicht so fast wie Slenderman. Der Slenderman läuft ja nicht, der portet ja mehr. Was ihn zum übernatürlichen Cheater macht. Alter, dieses Vieh. Wenn das immer noch hinter mir ist, haben wir ganz schön gelost. Oh, hi. Ich bin abgehärtet gegenüber dem Game, habe ich so das Gefühl. Kalitos, Slender Spatze war viel schlimmer als der Scheiß. Ich bin unaufhaltbar. Ich bin Modestoß. Ich bin der Übergamer. Ich bin zwar ein Noob-Builder in Minecraft, aber dafür der Übergamer in Slendy Tubbies. Let's go. Oh, der Rand der Map, das ist nicht gut. Das heißt, Slendy Tubby ist uns im Arsch. Alter, überall der Rand der Karte. Wo sind wir hier? Ist das unser Ende? Fängt es uns in einem unsichtbaren Kasten? Fängt es uns wie Pantomime im Kasten? Alter. Alter Verwalter. Ich finde keinen Kuchen mehr. Ich habe erst zwei und ich hab keine Ahnung, wo die anderen sind. Zumindest glaube ich das. Kein Teletubby-Kuchen. Ich laufe mal auf dem Weg lang. Wege sind immer gut. Ich geh erstmal hier lang. Vielleicht finden wir da irgendwas Schönes. Ah, Mann, ey. Ich hasse, wenn man so... Oh, ein Kuchen! Oh, yeah, let's go. Kuchen Nummer 3 von... 3 von 10! Ist das dein Ernst? Wo soll ich denn hier bitte 10 Kuchen finden? Ja, hat sie doch nicht mehr alle. Das sind 4, wie sollen die 10 Kuchen essen? Die können höchstens 8, wenn jeder zweimal ist. Alter, immerhin leuchtet... Oh, shit! Das hier war echt gemein, wenn so ein Scheißbaum... Oh, wir sind gut, Leute, let's go! Kuchen Nummer 4. Also, ich muss sagen, ich bin besser als im normalen Slenderman in dem Scheiß. Ich laufe einfach mal den Weg lang, der war bisher ganz gut für uns. Solange wir nicht wieder umdrehen müssen, ist alles safe. Tinky Winky. Oh, holy shit, was ist... Ich dachte gerade, da hockt irgendwie so ein SCP. Holy shit. Alter. Oh, da war der Tote aus dem Haus. Okay, das erwischt mich nun auch nicht mehr so doll. Aber einen spontanen Gänsehautausbruch sorgt es mir trotzdem. Ja, meine Freunde, wir laufen hier durch den Slenderwald, wo Slendertubbies rumlaufen, ja, alles ganz nett. Also, vielleicht nur, weil ich die auch mag, vielleicht liegt es daran, dass ich sofort davor... Oh, noch ein Kuchen! Leute, wir sind so gut! Oh, willst du mich verarschen? Das war eine Falle, Leute! Man soll auf die Kuchen laufen und wenn er dann hinterher ist, kickt er dich ab. Diese Bäume muss ich meiden. Denn ich gehe davon aus, dass er immer noch hinter mir ist. Und wenn dem so ist, dann schreit er mir gleich ins Ohr. Und uns auch. Euch auch, meine ich. Oh, ich laufe schon so ewig lang, ich kriege schon Rückenprobleme. Ah. Okay. Und Baum umgekippt. Scheiß Bäume. Vor allem die Bäume kippen immer direkt vor ihm um, ne? Das ist ja der Wunder. Das Wunder. Immerhin hält hier unsere Taschen ab, ewig. Das schon mal enorm. Und der nächste Kuchen. Leute, wir haben einen Run. Den Weg zu folgen ist gar nicht so eine blöde Idee. Ach, hallo, mein Freund. Nur weil ich jetzt mehr sammle, ich habe über die Hälfte, das ist schon mal ganz gar nicht schlecht. Es ist schlecht, weil er uns dann vielleicht besser abpacken kann und mehr rennen kann oder so. Weiß ich ja nicht. Also, mein Finger ist auf der Shift-Taste schon mal bereit. Sollte der Slendytubby versuchen, uns zu vernichten. Mit seinem kreischenden Geschrei uns Tinnitus verpassen. Oh, ich bin schon wieder beim Teletubby aus, das ist nicht gut. Ich folge den Weg mal weiter. Leute, ich sehe nicht mehr durch. Wo bin ich? Ich bin mitten im Nirgendwo.
Wo muss ich lang? Und ich habe meinen schönen Weg verloren. Da ist ein Baum. Was ist das? Bauch? Feuerstelle. Oh, die Blume wurde getötet. Leute, nur noch drei Dinge. Harmlos. Ich folge mal den Weg, der scheint ganz gut zu sein. Kippt der Baum um? Nee. Ein Glück. Das wäre sonst echt gemein gewesen. Ich weiß nicht, ob ich den Weg jetzt schon zum zweiten Mal gelang. Ich kann es echt nicht sagen. Wir sollten das hohe Gras meiden. Da sind Pokémon drin. Leute, ich weiß es nicht mehr. War ich hier schon? Ich glaube, hier war ich schon. Kommt mir so bekannt vor. Woher sieht einfach alles gleich aus? Was auch eine gute Erklärung wäre. Dann Kuchen? Nee. Wie gehen wir da lang? Ja, toll. Ich sehe nicht mehr durch. Ach, das waren wir schon mal. Dann gehen wir in die Richtung. Eventuell waren wir hier noch nicht. Und soweit ich denke, laufen wir auch so, dass das Handy-Tabi viel immer auch noch hinter uns ist. Puh, Leute. Immer den Weg. Ja, also wir laufen jetzt hier bestimmt schon 15 Minuten. Oh, hi. Okay, das war wieder fresh. Heißt das, dass der in der Nähe ist oder was, unter was soll ich das abspeichern? Und der Strand, wir sind wieder da. Mein Haus ist mein Strand. Können wir baden gehen? Hi, tatsächlich. Hui! Und das Wasser ist weg. Na hallöle. Yo. Wo muss ich lang? Ich habe keine Ahnung. Ich war so gut schon. Und jetzt finde ich nichts mehr. Ich glaube, wir belassen es einfach mal dabei und ich verabschiede mich jetzt schön von euch. Und alles ist gut und alle freundlich und alle bleiben Freunde. Ich finde nichts, ich finde nichts. Meine Büchse nehmen wir alle. Künstliche immer nur für alle Freifahrtwürste und Willen ist alles aus dem Spiel. Ich hab die Berge hoch. Ich bin der Bergehüpfer. Ich bin der Gerd und stehe am Grill. Meine Büchse nehmen wir alle. Künstliche immer nur für alle Freifahrtwürste und Willen ist alles, was ich will. Ja? Ja! Jo, wo muss ich lang? Tut mir leid für dieses kleine Zwischengelaber. Es wurde gerade nach mir verlangt. Das heißt, ich muss den Part an dieser Stelle abbrechen. Das ist wirklich sehr wichtig. Nicht weil ich mich drum drücken will. Ah, dann kann ich das pausieren. Pausieren. Wo ist die Pause-Taste? Pause. Alt. Pause-Taste ist weg. Oh shit! Nur weil ich gerade nicht geachtet habe. Wo ist die Pausentaste? Die Pausentaste. Wo ist sie? Die Pausentaste. Nein, ach, lass mich in Ruhe. Scheiße. Leute, ich kann nichts mehr machen. Wie dem auch sei, ich bin weg vom Fenster. Ich muss los. Es hat mir Spaß gemacht, dieses Spiel wieder zu spielen, denn es war auf jeden Fall. Oh shit! Oh fuck! Oh shit! Hi! Holy shit! Dieser Schweißausbruch war von spontan. Holy shit! Das Vieh! Leute! Das Vieh stand direkt hinter mir! Die ganze Zeit! Ich musste mich nur umdrehen! Holy shit! Es stand direkt hinter mir! Hinter fucking mir! Es war an meinem Genick! Hatte ich ja gesagt, mit diesen Worten auf dann auf bald auf Wiedersehen. Peace, Leute, und wir sehen uns wieder morgen. Das heißt, Let's Plays aufnehmen. Bis dann auf bald auf Wiedersehen.